Aber bis dahin haben wir noch Zeit. Und ja, ich hatte ja für heute noch vorbereitet Soldiers. Das Spiel kam heute raus. Ist ein neues Metroidvania-Game. Wie viel kostet es? 20 Euro kostet es. Und sah ganz cool aus, hat einen sehr coolen Pixel-Art-Style. Ja, irgendwie mehrere Charaktere und so ein Shit. Und man kann irgendwie als Magier, als Archer spielen oder sowas, keine Ahnung. Klingt weird für ein Metroidvania, dass es nicht so auf einen Charakter fokussiert ist. Aber ja, ich bin gespannt, was es wird. Gucken wir uns mal an. Testen mal, ob das geil ist, ob das nicht geil ist. Nein, ich wurde dafür nicht bezahlt. Gamepad? Mein Gamepad geht gar nicht mehr an. Der Akku ist so leer, dass es nicht mal angeht. Oder ist es an? Oder die Farbe ist aus? Nee, ist an. Die Farbe ist nur aus. Ich dachte, wenn man bei Steam macht, dass die Farbe ganz dunkel ist, dass es trotzdem ein bisschen noch leuchtet, aber es ist komplett aus. Diesmal keine 50 Euro dafür ausgegeben? Nee. Ich habe nach einem Key gefragt. Ich habe einen Key bekommen. Ich hoffe, du konntest die Zeit bei deinen Eltern nutzen, um dich von den Strapazen des Sex zu erholen. Oh, war okay. dieses Symbol erscheint, wenn das Spiel einen vorübergehenden Kontrollpunkt. Ja, Digga, komm. Tutorial. Oh, es hat gezeichnete Cutscenes. War cute. Musik ist cool. Also quasi sponsert, aber eben mit Key als Bezahlung. Nee. Gar nicht gesponsert. Ich kann sagen, dass das Spiel richtig scheiße ist. Dieses Drecksgame, nichts gefällt mir. Es ist so hässlich. Guckt euch das an, wie scheiße es ist. Und es gibt halt eine Seite, da kann man. Ich weiß gar nicht, was ich machen würde, ne? Ich würde nie so viele verschiedene Spiele spielen im Stream, wenn es nicht diese geile Seite für Creator geben würde, Keymailer. Ich krieg da so viele Spiele umsonst, wenn ich da frage. Ich würde so viel weniger verschiedene Spiele streamen, ne? So, okay. Stick, okay. Ich kann Menü schon mal nicht mit D-Pad machen. Okay, schon mal eine. Eine schlechte Sache im Spiel. Ich kann nicht durchs Menü mit D-Pad gehen. Trash Game. Kamera zittern. ja, wir lassen alles. Hauptsache germanische Sprache. Ja, let's go. Gucken wir uns mal an. Und du hast es so lange einfach liegen gelassen. Ja. Okay, ja, ich kann auswählen, wie ich spiele. Oder was? Nee, das ist der Schwierigkeitsgrad, oder? Forscher. Ein Spielmodus für Soldaten, die Welt von Teragaya ohne fordernde Kämpfe erkunden. Yeah! Ich will schwer. Wir spielen nur schwer. Zarga, eine der drei Nationen, die den Kontinent Asil beherrschen. Innerhalb der Burgmauern berät der königliche Rat über die beste Strategie für den kommenden Krieg. Kann man Titel ändern? Ja, kannst du gerne ändern zu irgendwas von wegen, yo, Digga, 0 Uhr kommt State of Play oder so. Kannst du gerne machen. Nach einigen Stunden der Beratung, der König und sein Kriegsrat stehen kurz vor dem Ende ihrer Zusammenkunft.
Willkommen zurück, Moritz. Was hast du Geiles gegessen? Und ja, Chat hat mich noch unterstützt bei Celeste. König von Sarga. Ist das klar? Wir folgen bis ins letzte Detail der von General Brigitte festgelegten Positionierung. Das wäre alles. Wegtreten. Der Rechte war bestimmt der Böse, oder? Der mit der geilen... Mit dem geilen Irokese ist böse, oder? Er wird die alle verraten. Die Ratsmitglieder verlassen ihre Plätze und schicken sich an, die Kammer zu verlassen. Die Musik ist nice. Hat übelste SNS-Vibes. Axel, Zauberer und Berater des Königs, geht voraus zur Tür, als plötzlich... Moment, Eure Majestät. Ja, stimmt etwas mit dem Plan nicht? Nun, ich möchte eine Änderung der Strategie vorschlagen. So ein Geräusch kommt dann. In der Grotte zu warten ist sehr langweilig. Ich würde gerne General Brigads ursprünglichen Ansatz vorziehen, zusammen mit den anderen an dem Vorstoß teilzunehmen. Soldaten, bleib standhaft. Du solltest mehr Vertrauen in Axels Weisheit haben. Sein Rat hat Sarga schon häufig den Sieg garantiert. Oder die werden alle den König verraten und das sind die vier Aschefürsten, die ich besiegen muss. Sorge jetzt dafür, nicht gesehen zu werden. Dadelms Armee wird jeden Augenblick an den Hügel hinunter marschieren. Ja, General. Hey, das Digger im Titel hab nicht ich gemacht. Nexo, das hat Nico gemacht. Ah! Ein Erdbeben? Was geht denn? Plötzlich kesselt sie ein Erdbeben zwischen den Berghängen ein und lässt sie in die Dunkelheit stürzen. Junge, was für Intro? Wieso ist das so lange? Lass mich gamen! Vor ihren Augen erscheint ein leuchtender Strahl und taucht in die dunkle Höhle in Licht. Wie aus dem Traum erscheint ein Wesen und beginnt zu sprechen. Ich habe Crowd Control nicht an. Hey, sieht voll schön aus. Ich mag den Artstyle voll gerne. Werden Walküren nicht mit V geschrieben? Oder ist eine besondere Walküre? Die heißt eigentlich Ach, scheißegal. Tapfere Krieger, die in der Hitze der Schlacht gefallen sind. Wer bist du? Warst du das? Ich bin eine Walküre. Wir geleiten die Gefallenen in die Existenz jenseits dieser Welt. Ihr müsst mir folgen. Was jetzt? Walküren gibt es wirklich? Ich dachte, sie wären nur eine Legende. Schweigt! Hier muss ein Fehler vorliegen, Walküre. Wir leben noch und werden zum Rest unserer Armee stoßen, sobald wir hier rauskommen. Rauskommen? Jetzt hört mir mal genau zu, Sterbliche. Wir sind mit dem Wissen um Leben und Tod gesegnet. Ich kann auf meiner Handfläche sehen, dass die Lebenslinie, die euch an diese Welt bindet, an ihrem Ende gelangt ist. Euch trennen nicht nur Felsen und Erde von der Außenwelt, das ist noch etwas anderes. Etwas, das zu mächtig ist, als dass ihr ihm entkommen könnt. Moment, Kamera ein bisschen höher, ne? Ja, das, was Escape sagt. Du weißt es vielleicht nicht, aber wir haben einen mächtigen Zauberer in unserer Reihe, der... Ich sehe, ihr seid euch der Lage noch immer nicht bewusst. Hier ist niemand mit der von euch geschilderten Macht. Meine bloße Anwesenheit schließt jeden Zweifel aus. Ihr müsst mir folgen. Euer Schicksal liegt nicht mehr in dieser Welt. Ist sie wirklich eine Walküre? Sie könnte auch eine Hexe sein, Digga. Was passiert, wenn wir dir nicht folgen? Dann werde ich gehen. Ihr werdet mich nie wieder sehen. Und jene, die beschließen zu bleiben, werden langsam zu Staub zerfallen. Alles klar. Hört mal alle her. Niemand hat erwartet, dass es so endet. Aber wir haben keine Option mehr. Ich gehe rein. Okay. Riva, ich werde mein Versprechen nicht halten können. Mögen die Götter Zarga beistehen. Wenn unser General reingegangen ist, werde ich auch. Ja, du enttäuscht rein. Okay, ich kann jetzt meinen Charakter auswählen.
Bogenschütze, Zauberwirker oder halt der Speer. Speer haben ausgewogene Angriffs- und Verteidigungsfähigkeiten. Sie können mit ihrem Schild mehrere Hiebe absorbieren und gleichzeitig schnelle Kombos mit ihrem Schwert ausführen. Bogenschützen stützen ihre Strategien auf Fernkampfangriffe und hohe Beweglichkeit. Sie können aus der Distanz Pfeile verschießen oder ihren Bogen werfen, wie ein Bomben. Werfen? Bombe? Okay. Die Stats? Er hat halt keinen Mana. Aber dafür hat er sehr viel Ausdauer und Gesundheit. Und der Angriff. Und er hat auch sogar mehr Angriff. Ja, wieso soll ich den nehmen? Ja, ein bisschen Fernkampf, aber was soll das denn? Zauberwirker. Zauberwirker setzen Magie als Hauptquelle ihrer Macht ein. Sie können erheblichen Schaden verursachen, wenn sie kontrolliert abwarten und ihre Aktion zeitlich gut koordinieren. Das sind all die Dinge, die ich nicht kann. aber ja, den meisten Damage. Und Damage ist an sich eigentlich immer gut, ne? Aber ich glaube, ich gehe ganz simpel mit dem Speer rein, Leute. Schnellangriff und starker Angriff, okay. Bedenke, dass du sie während deines Abenteuers nicht wechseln kannst, okay. Klonk, klonk. Okay, ich kann laufen. Ich kann schlagen. Ach, ihr habt die Charaktere gar nicht gesehen, ne? Die Texte gar nicht gesehen. Mann. Kamera ist überall scheiße. Aber jetzt ist da mein Leben. So. Okay. Ich kann nach links gehen, obwohl man wie bei Videospielen nach rechts gehen muss. Das heißt, links ist ein Secret. Westen, Sibuna-Wüste. Osten, Spinnenhort. Was? Das sind die ersten zwei Gebiete, die ich jetzt zur Auswahl habe. Eine Wüste und ein Spinnenhort. Wo ist denn mein ganz simpler, schöner Wald? Okay, ich kann hier noch nicht weiter. Da brauche ich wahrscheinlich einen Double Jump oder so. Okay, kann ich irgendwie dashen oder so? Nee. Schlagen. Geiler Angriff. Und schneller Angriff. Blocken. Und ansonsten... ich kann eine Dodge Roll. Okay. Die hat Cooldown. Wenn ich aufleuchte, kann ich wieder dodgen. Fühle ich nicht. Hä, aber wieso sieht das Spiel so schön aus? Willkommen, tapferer Krieger. Ich bin Liandris, die... Ich wollte schon sagen, das ist doch dieselbe Valkyrin. Nur ohne Helm. Spoda! Wer von den drei Klassen, welcher würdet ihr spielerisch bevorzugen? Ich glaube, ich würde den einen Warrior-Typ. Aber jeder hat natürlich eine andere Präferenz. Ich meine, es ist ein Metroidvania und ich bin halt, was Metroidvanias angeht, am meisten vertraut eigentlich mit Nahkampf. Wobei, es sind ja nur die Castlevania-artigen Spiele. Aber die letzten Metroidvanias, die ich gespielt habe, waren halt alle Nahkampf. Deshalb, I don't know. Fernkampf. Und ich habe jetzt Rogue Legacy auch wieder sehr viel gespielt. Da war ja auch sehr viel Nahkampf. Deshalb dachte ich mir, ja, ich nehme lieber Nahkampf, bevor ich jetzt gleich mit einer Fernkampfklasse absolut nicht klarkomme. Vor allem, ich habe jetzt auch noch auf schwer gestellt. Da hatte ich erst recht Angst gehabt, mit dem Magier zu gehen, weil der Magier am wenigsten Leben hat. Also, ja. Vergiss alles, was du zu wissen glaubst. Deine Schlachten, deine Freunde. Du bist nun an einem gänzlich anderen Ort. In dieser Welt herrscht ein weltlicher Gott. Ein Wächter, der dich und deine Verbündeten erwartet. Deine Mission wird sein, ihn zu finden, aber das wird nicht einfach. Gelingt es dir, gelangst du auf die nächste Ebene, auf der du als Champion an der Ragnarök, der großen Schlacht der Götter, teilnehmen und unvorstellbare Kräfte erhalten wirst. Und wieso redet ihr so viel? Lass mich ein paar Monster töten. Sag mir, Soldat, bist du bereit, den Ruhm jenseits deines Lebens in dieser Welt anzunehmen? Finde den Wächter und mit ihm deinen Platz. Ja. Sie hatte komplett andere Haarfarbe, ist das so? Ich habe auf die Haare gar nicht geachtet. Ich guck bei Frauen immer woanders hin, weißt du, Digga? Grüne Kugeln sammeln, das ist gut. Ich weiß nicht, müssen wir jetzt nochmal reden? Ich
will eigentlich töten. Wir haben keine Möglichkeit, zur Generalbrigade zu gelangen. Wir haben uns die Gegend angesehen, aber ich wäre viel lieber in seinem Regiment. So viel steht fest. Ja, okay. Hier sieht es gar nicht so anders aus als auf den Feldern zu Hause, oder? Ey! Hör auf! Ich kann keinen Doppelsprung, okay, aber ich kann mich an der Kante festhalten. Okay. Die sagt mir bestimmt sowas wie, boah, das Sprung ist voll weit, ey. Du musst X drücken zum Springen. Tutorial. Man kennt's, oder? Yeah, Schleim. Yeah, gutes Spiel. Schleim als erste Gegner. Gutes Spiel. Boom. Schwerer Angriff. Bam, bam. Kann ich aufladen eigentlich? Nee, ne? Okay, ich kann nicht aufladen. Und das zweite Goblin. Oh, das ist Jona. Und Dragonfly, dankeschön für dein Prime-Sub, Mann. Es geht bei diesen Plattformen nicht allzu steil hinunter. Klettere in beide Richtungen, sollte es nicht schwierig sein. Okay. Ich kann aber nicht wie normalerweise bei Metroidvanias durch eine Plattform durchfallen. Doch, geht. Wallchicken? Was? Vergiss deinen Ausdauerbalken nicht. Wenn der leer ist, dauert es eine Weile, bis du dich wieder verteidigen kannst. Aber mein Schild ist noch da, oder? Mein Schild ist noch da, okay. Ich dachte, ich brauche jetzt ein neues Schild. Jo, wie langsam die Ausdauer regeneriert. Du wolltest ihn zum zweiten Mal töten. Ja, ich dachte, das ist ein Goblin. Ah! Ich bin im Tutorial gestorben. Ich dachte, ich stehe weit genug links. RIP no death. Ich dachte, ich stehe weit links. Gibt es Einstellungen? Kann ich die Steuerung ändern? Erstmal so, damit ich nicht mehr angewidert bin von dieser komischen Xbox-Steuerung. Ja, ich will raus. Achso. Was ist ein NSW-Controller? Standardbelegung. Ich kann nichts ändern. Ich würde halt den Stick gerne wechseln. Ah, perfekt. Liebe das Spiel jetzt schon. Ich komme mit dem Menü gerade nicht klar. Es hat aber irgendwie nicht angenommen. Es geht nicht. Hä? Wenn ich D-Pad nach unten drücke, laufe ich nach links. Wenn ich D-Pad nach oben drücke, laufe ich nach rechts. Meine Steuerung ist komplett verdreht. Haben wir Crowd Control an? Ich kann nicht mehr durchs Menü gehen. Ich muss auf Tastatur wechseln. Hä? Ist das, weil ich jetzt auf PlayStation gewechselt habe? Okay, das Spiel kommt wohl nicht damit klar, wenn ich auf PlayStation stelle.
Aber okay, jetzt kann ich mit D-Pad spielen. Und Fenrir, dankeschön für deinen Stufe 2 Sub sogar. Vielen, vielen Dank, Mann. Ja, mit D-Pad ist auf jeden Fall schon mal viel, viel besser. Ich wollte eigentlich dodgen. Ich habe gar nichts gespiegelt. Ich habe einfach nur eingestellt PlayStation-Controller. Und dann ging alles durcheinander. Du hast Heiltrank gefunden. Füllt ein Teil deiner Gesundheit-Balken auf. Okay, ist das Estus? Kann ich das mehrmals benutzen? Nee, ist weg. Okay. Muss den Controller waagerecht halten. Ach so. Ist das ein Wächter? Töten? Oder ist das meine Waifu? Sienka, hä? Du wirkst ein wenig ratlos. Komm schon, du hast die Walküre gehört. Wir haben zu tun. Reiß dich zusammen. Aber wenn du auf dieser Straße bist, heißt das, du gehörst zu der Gruppe, die die Hölle erkunden sollen. Höhle erkunden sollen. Die anderen sind dir weit voraus. Wie du siehst, ist das kein Scherz. Also wach auf und öffne deine Augen, weil es hier von widerlichen Kreaturen wie dieser hier wimmelt. Egal, ich verschwinde. Ich habe schon viel zu viel Zeit hier verplempert. Tu dir selbst einen Gefallen und versuche nicht zurückzubleiben. Aber wieso darf sie einen Rogue spielen und ich nicht? Wieso durfte ich keinen Rogue auswählen? Ist das Vanguard-Moment? Muss ich sterben? Ich muss sterben, oder, Chat? Ey, die Musik mega gut. Die Musik ist mega gut. Ja, es ist Vanguard-Moment. Ich muss sterben. Guter Auftakt, hä? Du hattest Glück, dass diese Kreatur laut genug war, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Du musst mir nicht danken. Hauptsache, ich muss dir nie wieder deine Haut retten. Was ist los? Weißt du nicht, wie man Nahkampfangriffe ausweicht oder... Okay. Direkt so judgy. Weißt du, ich weiß auch nichts über diesen Ort, aber wenn du nicht lernst, dich zu bewegen, überlebst du hier nicht viel länger als ein Stück Brot in Armenviertel von Saga. Je eher dir das klar wird, desto besser. Wir haben gerade jetzt... indirekt Infos über Zaga bekommen, Leute. Zaga ist wohl ein armes Land. Los, beweg dich. Ich halte hier die Augen offen. Okay. Auf geht's zur Spinne. Spinnenhöhle. Da gibt's einen Spinnenboss. Imagine, man hätte noch einen Heiltrank. Den hätte ich aber nicht benutzt, weil ich weiß ja, dass man hier sterben muss. Ne? So viel Damage ist nicht fair für ein Videospiel. Das heißt, es kann nur ein Bosskampf sein, den man gar nicht gewinnt. Also hätte ich den Damage gesehen, hätte ich meinen Heiltrank nicht benutzt. Gras kann man kaputt machen. Okay, bestes Game. Das ist das Geile bei Hollow Knight, dass du beim Laufen ganz viele Dinge kaputt machen kannst. Das ist geil. Ha! Kaum haben sie uns davor bewahrt, lebendig in einer Höhle begraben zu werden, landen wir in einer anderen. Hey, die Höhle ist auch voll schön. Wieso ist dieses Spiel so schön? Alter, das ist ein bisschen chonky. Und süß. Es sind bereits mehrere Gruppen von Soldaten unterwegs. Oh, Checkpoint? Worldbuilding ist am Start, ja. Okay, es ist ein Checkpoint wahrscheinlich. Irgendein Drache oder so. Ein Ei. Okay, oder ein Smaragd. Die Rillen in diesem merkwürdigen Edelstein zeigen, dass er lange Zeit irgendwo eingesetzt war. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Spinnenei oder so. Das Spiel war 10 Jahre in der Mache? Was?
Kennt man die Leute von irgendwo, von was anderem? Also die sind ja, glaube ich, Gameforge. Kennt man die von irgendwas anderem? Okay, ich könnte den hier doch einsetzen, aber ja, ich gehe mal, denke ich mal, da. Geh mal da, wo die anderen hingegangen sind. Ja, alles kaputt machen. Ja, die haben verstanden. Die haben verstanden, wie Metroidvania funktioniert. Ich brauche ganz viel zum kaputt machen. Ist schon sogar ein bisschen zu wenig. Ich brauche mehr. Ja, lass mich alles kaputt machen. Auch wenn da nichts drin ist oder so. Scheißegal. Ich muss Dinge kaputt machen. Ah, Stacheln. Unfair. Blightjump. Ah, ich bin nochmal reingefallen. Das war nicht unfair, das war dumm. Die ersten 4 Jahre wurden einiges gescrappt. Die restlichen 6 wurden fleißig gearbeitet. Ja, aber kennt man die von irgendwo? Oder ist das deren Erstlingswerk? Schatzkiste. Ich liebe Loot. Heiltrank? Sehr geil. Die haben Mädchen 2 gemacht? No way. Nein. Ich glaube, wir verwechseln. Entweder verwechsel ich den Namen gerade. Oder du bist lost. Gameforge für die. Ne, die heißt doch nur Gameforge. Die heißt nicht Gameforge für die. Mann, jetzt muss ich gucken. Retroforge, fast das gleiche. Wollte schon sagen, die werden. Da wird nicht irgend so ein Asia-Grinder-Videospielhersteller. Oh, noch ein Secret. So ein liebevoll gemachtes Spiel machen. Du hast Knochenanhänger erhalten. Die vermeintlichen Knochen, aus denen dieser Anhänger besteht, sind aus Holz geschnitzt. Aha, Ausrüstung. Geil. Was gibt er mir? Mehr Angriff. Ja, ein Angriff mehr, Leute. Einfach geiles Game. Schon verliebt. Schon verliebt. Jetzt noch richtig geile Bosse. Und ich kaufe mir die Special Edition mit der Statue. Und Clashy, ne? Mitschreiben. Die Songs kommen in die Playlist. Moment, warte. Wo ist eigentlich Ricky? Ricky würde das hier lieben. Alle Wände anlaufen. Da kann irgendwo ein Secret doch sein, oder? Direkt alle reinsenden, ja. Ist wohl ein Erstlingswerk von denen, okay. Ah. Du hast uns erschreckt. Das solltest du in Zeiten wie diesen nicht tun. Der Rest von uns? Das wirst du schon sehen. Alles lief bestens, bis sich einige widerliche Spinnen auf uns gestürzt und die anderen in die Dunkelheit der Höhle gezerrt haben. Gerade als ich helfen wollte, ist mir aufgefallen, dass meine Schnürsenkel offen sind. Aber was dieser Faulpelz getrieben hat, keine Ahnung. Ich hab's dir gesagt. Ich hab die Vorräte bewacht. Du hast doch gesehen, wie hungrig diese Käfer waren. Hungrig auf uns, du Genie. Ach wirklich? Und seit wann haben unsere Stiefel Schnürsenkel? Das sind doch nur Details. Entscheidend ist, dass wir uns einen Rettungsplan ausdenken. Warte, denkst du eher... Ja, ich helfe euch. Ja, wirst du uns helfen? Perfekt. Sehen wir uns erstmal den Hauptraum an. Nur für den Fall. Oh, die Map, Karte.
Danke. Bitte finde sie. Okay. Und ich muss sie nicht selber malen. Ich muss sie nicht irgendwie malen. Ich muss nicht zu irgendeinem Scheiß-NPC gehen und ihn fragen, dass er sie für mich erst malt. Danke. Ah! Stacheln. Spinnen. Oh, wieso kommen da so viele? Das Spucken ist ja einfach nur nervig. Ich sollte blocken, oder? Kann ich in der Luft blocken? Nee, in der Luft kann ich nicht blocken. Schade. Ricky ist aus Abneigung gegenüber dem Vampire Survivors Klon erkrankt, ja. Okay. Strike-Jagd? Was ist eine Strike-Jagd? Ach so, das war auf Clashys Nachricht bezogen. Nintendo wieder auf Copyright-Strike-Jagd. Ja, ich habe irgendwas gelesen heute. Irgendwie nur den Titel, Überschrift gelesen. YouTuber musste 500 Songs löschen wegen Nintendo oder so. Deoxys Prime, glaube ich, okay. Ich tanke zu viel. In meiner Playlist ist halt so viel Nintendo-Kram drin, ne? So viel Nintendo-Kram, den man wahrscheinlich auf YouTube teilweise nicht mehr finden kann. Ah! Block. Das ist geil, dass Gegner Leben droppen. Das ist sehr cool. Mag ich. Und die Sounds, alles wie es klingt. Es ist schon sehr hochwertig, oder? Es ist schon sehr hochwertig. Knopf. Oha, eine super Kiste. Du hast Karte des Spinnenhorts 1 erhalten. Ein Fragment der Karte des Spinnenhorts. Banger Song. 1 von 4 Karten gibt es. Oh mein Gott. Bin ich jetzt safe? Die kann ich nach oben, oder? Oh, die kann schießen! Ich dachte, die kann auch nur geradeaus schießen. Die snipe mich da einfach von der Plattform runter. Die Spinne ist cute. Du bist cute. Moment, bin ich eine Frau? Neue Meisterschaft verfügbar. Du hast ein erstes Meisterschaftsrelikt erhalten. Du kannst damit deine erste Meisterschaft erwerben. Meisterschaften sind zumeist passive Fähigkeiten, die du nach Wunsch verteilen kannst. Bei Stufenaufstieg erhältst du weitere dieser Relikte. Okay. Okay, hier ist Gegenangriff. Oh, man kann parieren! Leute, man kann parieren! Nein, du. Haben sich halt Zeit für ihr Spiel genommen. Imagine, du arbeitest 10 Jahre in einem Spiel und dann verlangst du nur 20 Euro dafür. Attackiere X nach dem Ausweichen, um eine Drehbewegung zu schlagen. Aha. Und hier haben wir... Okay. Wenn du einen Angriff zum richtigen Zeitpunkt blockst, sinkt deine Ausdauer nur um 50% der erlittenen Schaden. Ja, das ist eigentlich... Das ist nice. Aber... Ich habe Bock, ein paar Parries zu probieren. Deshalb denke ich, ist das not bad. Kann ich das nicht? Ach so, okay. Ich dachte, das habe ich schon gelernt. Und ich muss die Schlösser freischalten. Okay, dann muss ich erst den Parry freischalten. Jo, der Song ist mega nice. Ich liebe den.
Okay, nice. Es gibt einen Parry. Leute, Spiele, die einen Parry haben, sind gute Spiele. Oder sagen wir mal, weniger schlecht. Freut sich, bin ich eine Frau. Ja, irgendwie die Rüstung. Oder ist das die Rüstung? Aber es sah so aus, als hätte ich Bubas. War ein guter Parry, oder? Schade. Ich hoffe, es gibt keinen Fallschaden. Wenn es keinen Fallschaden gibt, weiterer Punkt, warum dieses Spiel gut ist. Kommt ihr mal runter? Was soll das da oben eigentlich? Ich habe keinen Bogen. Hätte ich mal einen Bogenschützen genommen. Aber wäre schon interessant, wie sich die anderen spielen. Würde schon gerne wissen, wie die anderen sich spielen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, man kann die Charaktere switchen. Oha, neuer Trank. Wiederherstellungstrank. Füllt deine Ausdauer und Mana-Balken. Ich habe nicht mal einen Mana-Balken. Okay, jetzt kann ich die Tränke switchen. Okay. Nicht? Hätte ich vielleicht lesen müssen, was da steht? Ah, nee, Moment, mit dem Stick. Natürlich. Hey, Born ist an. Was geht ab? Ist das Game denn schon voll draußen? Das ist voll draußen. Kein Early Access Bullshit. Du kaufst es für 20 Euro und du kannst es gönnen. Ich glaube, es gibt sogar... Gab's noch? Ist die Demo weg? Die Demo ist weg. Man konnte vorher eine Demo spielen. Die Demo ist weg. Aber ja, ist kein Early Access, gar nichts. Einfach direkt Let's Go. Kaufen, installieren, spielen. Ich könnte keine Pixelart-Games zocken, da ich immer den Hintergrund mit dem Vordergrund verschmelzen lasse. Echt? Also ich kann verstehen, was du meinst, aber ich habe zum Glück damit absolut gar kein Problem. Da oben. Da oben, Leute. Ich kann mich auch hinlegen, by the way. Ich weiß nicht, was das Hinlegen bringt. Aber ich kann nicht kriechen. Okay, okay, vielleicht Schüsse oder so ausweichen. Hup. Ja, da oben ist eine super seltene, coole Kiste. Kann ich nicht holen. War das kein Parry? Der hat geleuchtet. Und Keggy hat das Game umsonst. Ich hätte es so oder so gekauft. Also, ich habe halt. Also, ich mache halt bei vielen Spielen, die ich halt streamen möchte oder halt gerne hier im Stream zeigen möchte, frage ich halt nach Keys nach. Wenn ich den Key nicht bekomme, dann kaufe ich es halt. Also hätte ich den Key nicht bekommen, hätte ich es so gekauft. Ich krieg den Parry nicht hin. Nice, dass du meinen Namen richtig ausgesprochen hast. Yeah. Höher jumpen durchs Hinlegen? Ne, wenn ich liege, kann ich gar nichts springen. Ich denke mal, das ist hauptsächlich zum Ausweichen. Vielleicht kommen noch später Moves, dass ich nach unten schlagen kann oder so. Moment, wenn ich nach unten halte, kann ich schon nach unten schlagen, ja. Aber ich kann nicht nach oben schlagen. Ich hoffe, es kommt noch sowas, dass ich nach oben und nach unten schlagen kann, dass man das noch lernen kann.
Ich gehe nie davon aus, dass ich Keys bekomme. Bist du auf Keymailer unterwegs? Das ist eine brüchige Wand. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich sie kaputt mache. Vor Jahren reingeschaut. Du solltest sie benutzen. Du solltest sie benutzen. Ich krieg da sehr, sehr viel, Fully. Und wir haben ja ungefähr dieselbe Reichweite. Vor allem diese ganzen so Early Access, Indie-Games und so weiter, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du mit deiner Reichweite die bekommen würdest. For free. So AAA-Spiele ist schwierig, aber da kannst du auch Glück haben. Ich habe fucking Dying Light bekommen. Dying Light 2. Konnte mir einfach 60 Euro sparen. Ne, Query habe ich noch keine Keys bekommen. Also ich kann es dir nur empfehlen, Fully. Vor allem halt für Streams sehr nice. Ach, die Falle. Ich bin gespannt wirklich auf den Boss gleich. Selbst ich bekomme da einiges an Keys und ich bin ziemlich irrelevant. Du bist relevant. Brauche ich hier Feuer? Ich glaube, ich brauche da Feuer. Feuerpfeile? Und wenn ein Spiel floppt, kriegt man dann in der Regel auch einen Key. Fucking Dolmen. Fucking Dolmen. Ich wollte das ja streamen. Und dann kam es ja raus und war ja scheiße. Und dann dachte ich mir, okay, 50 Euro gebe ich dafür nicht aus, wenn es so scheiße ist. Hätte ich so free bekommen, hätte ich es gestreamt. Und er ist ja komplett gefloppt. Alle haben es gehasst. Und eine Woche später kommen sie an und sagen, hä? Willst du doch einen Key haben? Pest euch. Danke, wir hatten Spinnen in dieser Höhle erwartet. Allerdings keine so großen. Makrel und Grupper müssen verzweifelt sein, falls sie auch geschnappt werden. Okay. Also wann Dolmen? Ich meine, wir können theoretisch einen Dolmen-Stream machen. Ich habe den Kino nicht angenommen. Aber theoretisch können wir mal einen Dolmen-Stream machen. Aber es sieht halt schon echt scheiße aus. Oha, noch eine Spinne. Ich krieg den Parry nicht hin, ne? Wie knapp ist das Timing, ey? Wie knapp ist das Timing? Ja, das Spiel ist toll. Ach, du meinst wegen Dolmen? Ah. Einfach Comedy-Legende. Einfach tanken, Face-tanken. Überall rein. Überall das Gesicht reinhalten. Was war das denn? Ich habe gekrittet, Leute. Ich hab gekrittet. Ich muss schnell heilen. Okay. Einer von uns. Wegen dem Joke? Ja, den kenne ich doch. Aus irgendeinem anderen Spiel. Irgendwie kommt mir sein Sprite sehr bekannt vor. Meine Arme schlafen ein. Könntest du mich jetzt bitte runterlassen? Ja, wegen den Jokes.
Oh, sein. An irgendjemand erinnert er mich mega. An wen muss ich denken? Meint ihr, das ist der Schmied, der kann meine Waffe verstärken? Danke, es ist nicht unglaublich, dass man. Ist es nicht unglaublich, dass man in dieser monsterverseuchten Höhle nicht mal ein Nickerchen machen kann? Kaum macht man auch nur eine Sekunde die Augen zu, endet man als Frühstück. Kaum macht. Oh, ich lese doppelt. Okay, ich habe keinen Akku mehr. ich bräuchte ein Kabel. Demon's Line. Demon Slayer hat einen ganz anderen Artstyle. Ich meine schon so halt auch in Pixel-Game, wo halt jemand so aussieht. Ja. Yeah. Scheiße. Was ist das für ein Kabel, ey? 30 Kabel und keins davon ist das Richtige. Mann, das ist PS3! Mein Kabel hin. Es lag doch immer hier. Ich habe halt hier nur ein USB-C liegen. Ich gehe mal ins Wohnzimmer rüber. Das ist ein 360, weil ich ein 360 ausgewählt habe als Einstellung. Ich hatte vorhin eingestellt, dass ein PS4 Gamepad angezeigt wird. Weil ich ein PS4 Gamepad mit PS4 Gamepad gerade spiele. Aber dann war komischerweise meine Steuerung gespiegelt. Also habe ich einfach random irgendwas anderes genommen. Und es war dann eine Xbox 360. Ja, das Sound ist jetzt. Die PlayStation hat jetzt den Sound, das PlayStation Gamepad hat jetzt den Sound uns geklaut, Leute. Ja, Moment. Fucking PlayStation. Ja. Kegis Kabel hat ihn verlassen. Das heißt, wir haben eine Chance. Du willst unbedingt in mein Gamepad rein? Wario? Nee. Also vielleicht für dich schon, aber ich habe keine Connection zu Wario. Deshalb, ich habe auf jeden Fall an irgendwas anderes gedacht. Ich bin übrigens Barlow, meines Zeichens Händler und Freund der Person, die mich rettet, womit wir bei dir wären. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll, dass du mich vom Speiseplan dieser Spinne gestrichen hast. Warte, jetzt weiß ich. Ah, Bomben bekomme ich. Hier. Äh,
War dieser Erdrutsch von einer Minute auch schon da? Ach, egal. Es ist so ein cutes Spiel. Ich weiß, es ist kein magischer Ring, aber nachdem du schon so weit gekommen bist, findest du gewisses Gefallen daran. Ja, ciao, Deathstroke. Du hast Bombe erhalten, setze sie bei einer Wand ein, wenn du glaubst, diese mit damit zu zerstören zu können. Hilft auch gegen Feinde. Warum benutzt du nicht eine, um uns hier rauszuholen? Ein kleiner Rat, versuche nicht in der Nähe zu sein, wenn sie explodiert. Ich würde meinen neuen besten Freund nur ungern gleich wieder verlieren. Er will Geld, oder? Er will Geld. LT. Oder halten. Nice. Frei, ich verschwinde. Oh, übrigens, falls du dich ein wenig umsehen willst, wenn du hier raus bist, östlich von dieser Höhle, diesen Höhlen findest du Hafin. Dort kannst du mich besuchen. Dann stelle ich dich meiner Familie vor und gebe dir etwas, das dir auf deinen unglaublichen Abenteuern hilft. Du bist nämlich zu einem unglaublichen Abenteurer aufgebrochen, oder? Egal, ich verschwinde jetzt von hier. Okay, wir suchen seine Familie. Ich bin ein großer Fan von Bomben in Spielen. Ich mag Explosionen. Okay, ich habe 4. Und diese Kringel da oben. Kringel. Dieser Viereck ist nicht komplett gefüllt. Wahrscheinlich bedeutet das Aufladungen oder so, die ich dann aufladen kann, wenn ich mich ans Bonfire setze? Meint ihr, eine Bombe kann ein Spinnennetz sprengen? Da ist Wasser. Vielleicht kann ich da gleich schwimmen. Aber hier gab es noch eine Wand. Und vielleicht Spinnennetz könnte ich aufsprengen. Wo war die Wand? Wenn dich Refund. Da oben ist die Wand, oder ist das die? Das ist die nicht, oder? Wo habe ich denn so eine Wand gesehen? Die wurde markiert, da oben sogar. Okay. Sag den Spieleentwicklern, Mann, dass du Geld von denen willst. Du hast mich vermutlich mit diesem Spiel erfolgreich influenced. Ja! Nein, ich gönn's denen. Ist okay, wenn die mich dafür nicht bezahlen. Scheiße. Okay. Die sind irgendwie was Besonderes. Oh, damit lade ich meine Bomben auf. Aha, so laden wir unsere Bomben auf. Okay, das ist cool. So ein nices Game. Ich wollte legen! Zu langsam, ich nehme das an mich. Jemand bezahlt bestimmt ordentlich dafür, seiner Vitrine mit diesem grünen Leuchten etwas Glanz zu verleihen. Sinka. Okay. War hier vorher der Smaragd, den ich jetzt habe? Kann sein, dass er hier vorher lag. Er war auf jeden Fall grün, hat geleuchtet. Nein, nicht nochmal. Jo, goldene Spinne! Die gibt Gold. Ja, ich komme gleich wieder. Mann! Ich komme gleich wieder. Ich will kurz zum Spinnennetz. Wo war das Spinnennetz? Okay, jetzt finden wir heraus, ob Refund oder nicht. Refund. Was soll das? Nein, ich hab wieder ich wollte legen. Ich sollte einfach immer werfen. Nie legen. Ey, der Song ist so nice. Fühle ich richtig. Ja, komm doch.
Das war ein Parry. Das war... mein Tod? Nein! Ich kann nicht raus. Panik. Drachenschwert. Okay, es gibt ein Drachenschwert. Game of the Year, Leute. Okay, ich spawne hier, wo ich die Bomben bekommen habe. Kurz testen, kann ich schwimmen? Nein. Wie du dreimal hintereinander links gesprungen bist und im letzten Moment nach rechts gezogen hast. Aber ich werde schwimmen lernen. Es ist ein Metroidvania, Leute. Schnell der Angriff kommt! Was ist das denn? Du hast Akaniden-Anhänger erhalten. Dieser Edelstein enthält in seiner Mitte ein kleines Smaragd. Okay. Falsche Taste. Wo war das? Hier, ne? Wieso kann ich nicht runterzoomen? Ich muss ablegen. 2 Angriff, 3 Ausdauer, 5 MP. Ich glaube, ich habe ein super seltenes Item gefunden. Yo, ciao Escape, gute Nacht. Ich glaube, ich habe da was richtig Seltenes gefunden. So schlecht. Splitter! Splitter! Oh, Bombe! So. Ja, hier nach rechts war das, ne? Oder? Nee, nach oben. Okay, Crit. Was ist, wenn ich hier nochmal das Ding aktiviere? Spiel speichern. Oh, das ist sogar ein Schnellreisepunkt auch. Okay, man kann schon von Anfang an allen Bonfiren teleportieren. Wie kann man eigentlich... Also, die haben einfach halt gesagt, yo, was geht ab? Wir machen das perfekte Videospiel. So, wo bin ich gestorben? Ach, bei der Brücke, ne? Hier war noch alles cool. Das war nicht so gut. Und dann kann man Menüs nicht mit dem Steuerkreuz bedienen. Ja doch! Jetzt, wo ich das Spiel mit Steuerkreuz spiele, geht's. Ich hatte ja umgestellt, dass ich laufe mit D-Pad. Habe ich jetzt ein neues Relikt bekommen? Kann ich wieder leveln? 1, ja. Aber ich brauche hier jeweils 3. Welche Stufen braucht man hier am Ende? Was ist das Höchste, was es hier gibt? 40? 40? 45? Mit Level 45 kriegt man den letzten Skill hier. Okay. Aber ja, du kannst halt nicht beides haben. Also wenn du gerne mit Stick solche Spiele spielst, aber das Menü mit D-Pad kontrollieren willst, dann geht's nicht. Wenn du mit dem Stick laufen willst, dann musst du auch mit dem Stick das Menü benutzen. Bin ich wieder ganz am Anfang? Ich bin wieder ganz am Anfang, Leute. Kann ich rauszoomen, oder?
Ja, da ist diese eine Kiste, die ich noch nicht holen kann. Ansonsten, hier war ich überall. Zack, zack, zack. Und ja, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Nur, dass da jetzt ein neuer Weg für mich offen ist. Da war ein Spinnen im Hintergrund. Warte, ich speichere mal. Meinst du Gegner oder wirklich irgendwo im Hintergrund waren Spinnen zu sehen? Habe ich irgendwas im Hintergrund Cooles übersehen? Da war bestimmt irgendwie so eine riesige Spinne schon. Foreshadowing für den Boss hier. Okay, ich habe Bomben gefunden und ich habe einen Shortcut aufgemacht. Das heißt, jetzt kommt ein Boss, oder? Jetzt kommt der Spinnen. Boah! Sind das Goblins? Können wir die als Goblins verkaufen? Wie viel Damage der macht. Wieso macht er so viel Damage? Ich meine, ich hätte auch eine Bombe zurückwerfen können, ne? Das wäre vielleicht schlau gewesen. Aber stell dir mal vor, du denkst nach beim Videospielen. Schlau machen wir hier nicht, ja. Und schlau mögen wir hier nicht. Ich muss nochmal zum Zettel. Aber ist es wichtig, zum Zettel nochmal zu gehen? Weil ich... Okay, das heißt, das Spiel speichert nicht. Da hinten sind Spinnen, tatsächlich. Das Spiel speichert also nicht. Okay, haben wir einen Negativpunkt gefunden? Haben wir einen Negativpunkt gerade gefunden? Da unten. Oh, hier kann ich mich heilen. Gab's denn da irgendwas dahinter noch? Außer den Zettel? Waren ja sehr viele Gegner. Bam! Outplayed. Ja, ich decke auf jeden Fall die Karte auf. War ich da unten überhaupt? Eine Falle? Oh mein Gott, bin ich smart, oder? Da ist eine Kiste. Ich bin hier gar nicht runtergelaufen. Was ist das denn? Du hast Walkürenfeder erhalten. Stellt die Stärke der Gefallenen wieder her. Moment, Chat. Moment. Ich habe meinen Anhänger nicht verloren. Okay, alles gut. Aber wo ist der andere Anhänger? Nee, ich bin dumm. Hier. Moment, der Anhänger wurde gespeichert, aber mein Progress wurde nicht gespeichert? Mein Map Progress? Oder hatte ich den Anhänger gespeichert gehabt? Was gibt's da noch für sickes Secret? Ah. Boom. 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 Ist das ein Metroidvania? Yep, kam heute raus, ist ganz neu.
Und Hai. Heiltrank, sehr gut. Ich glaube, hier geht's vermutlich eher zum Boss, oder? Der sieht hier so wichtig aus. Okay, nee. Da ist ein Block. Hier brauchen wir irgendeine coole Fähigkeit. Boah, hier geht's voll tief nach unten. Ich will erst oben abchecken, bevor ich hier weiter nach unten gehe, Leute. Ich glaube, da ist was Größeres. Es wird nur gespeichert, wenn du bei Bonfiren, also hier Drachenschwert, gespeichert hast. Aber wieso habe ich meinen Anhänger gehabt? Müsste ich den nicht wieder verlieren? Ich glaube, ich bin falsch, ne? Ja. Es muss noch irgendwie eine Möglichkeit geben, wo ich den, die Dodge Roll spammen kann. Oder den, irgendwie einen Dash bekomme oder so. Dass ich das spammen kann. Das muss noch kommen. Unbedingt. Nur dann ist es ein vollwertiges Spiel. Einfach vollwertiges Spiel. So. Nochmal speichern. Du hast den Anhänger bekommen und dann Bonfire gespeichert. Deswegen wurde auch der Anhänger gespeichert. Ich behalte dich im Auge. Ich glaube dir noch nicht ganz, aber ich behalte dich im Auge. Hier kommt der Typ. Yo, das Werfen ist ja voll kurz. Wie weit die fliegen? Waffen und Munition. Deine Bomben und andere. Ja, das weiß ich doch schon. Der lebt immer noch. Wie stark die hier sind. Okay, vielleicht doch lieber den anderen Weg gehen. So, und jetzt hier oben kam gleich irgendjemand, der mich getötet hatte. Der hat mir direkt eine Bombe ins Gesicht geworfen. Da ist er. Was hat mich getroffen? Irgendwas hat mich getroffen. Aha, wieder ein Secret. Noch ein Heiltrank. Vielleicht sollte ich mal einen benutzen. Das geht ja, hier geht es weit nach oben, es geht weit nach unten. Ich bin mir nicht sicher, was geil ist. Du benötigst einen Schlüssel. Fledermäuse. Er wirft einfach nach unten. Ich dachte, er wirft über mich. Ich meine, am Ende des Tages werde ich eh beide Wege ablaufen. Deshalb ist ja eigentlich egal, wohin. Schade. Ich hab nicht mehr genug. Diese roten Kristalle! Oh mein Gott. Na, man trifft ihn leider nicht. Ich dachte, ich kann schießen. Oh, Moment. Wenn ich zu denen nah rankomme und die eine Bombe werfen und ich dann blocke, kriegen die den Schaden von ihrer Bombe. Okay, die sperren irgendwie die Spinnen hier ein. Das ist eine goldene Spinne. Ich werde bestimmt gleich mit dem Spinnenboss hier in dem Gebiet einfach Freunde oder so. Weil ich seine Familie rette. Und eigentlich ist die Spinne gar nicht böse. Sondern die ist einfach nur wütend wegen den Eindringlingen hier. Oh mein Gott.
Wieso so viele? Eine Karte. Sehr gut. Kartenteil Nummer 2. Ja, ich heile mich lieber. Ah, perfekt. Perfekt, Heilung verschwendet. Spoiler doch nicht den Plot. Sorry. Okay, beim ersten Mal aktivieren wird man aber nicht geheilt. Nur beim zweiten Mal. Ah. Wow. Okay, jetzt nah ran. Blocken. Diesmal hat er keinen Schaden bekommen. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Okay, ich habe mich vertan. Er kriegt keinen Schaden dadurch. Die können durch die Plattform schießen. Lol, die können durch die Plattform schießen. Das zählt nicht. Spielstopp. Das giltet nicht. Wie viele kommen denn noch? Okay. So, okay. Wie ist das Game? Bisher sehr, sehr geil. Also es trifft genau die richtigen Stellen, die ich mag. Wie weit diese Bomben fliegen? Oha. Oh no. Der Bait. Der ekelhafte Bait. Das haben die aus Hollow Knight geklaut. Das auch. Würde ich schon sagen, neuestes, hübschestes Pixel-Game ever einfach. Es ist schon sehr hübsch, ja. Okay, geheimnisvolles Mineral zur Verstärkung von Rüstung. Wahrscheinlich muss ich erst einen Schmied finden, der das macht. Akolytenfeuer. Wirf diese Granate, die beim Aufprall zerspringt und einen Feuerschwall freisetzt, der sich auf deine Gegner zubewegt. Tausche? Okay, ich kann also auch die Waffen wechseln. Okay. Ja. Jetzt habe ich zwei verschiedene Bomben. Soll ich das jetzt hier benutzen? Kann das dann durch die Wand durch? Ne. Okay. Ja, ich glaube, ich komme hier nicht mehr weiter. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr weiter. Ja. Ja. Komme ich später wieder. Moment, da unten ist noch irgendwas. Hey, Gulaschjunge. Was geht ab? Gab's schon irgendwelche, während ich hier gestreamt habe, noch irgendwelche neuen Infos bezüglich der heutigen State of Play? Die Kisten respawnen? Oder habe ich sie nicht aufgemacht? Bin ich lost? Habe ich sie echt nicht aufgemacht? Ja, hier gab's irgendwie noch etwas. Ah, hier. Okay, das ist wahrscheinlich irgendwie ein Fahrstuhl später. Ja, es ist wahrscheinlich ein Fahrstuhl. Okay. Ja, gehen wir zum Wassergebiet. Bloodborne PC geleakt. Geil. Ich denke mal von hier. Bei der Weltkarte. Okay. Hallo? Ich glaube, das war von hier am besten. Morgen letzte mündliche Prüfung. Oha. Das ist nice. Und so im Großen und Ganzen bisher gutes Gefühl?
Da will ich hin. Yeah, wieder Level up. Aber ich brauche noch ein Level. Dann kann ich erst einen neuen Skill lernen. Oh mein Gott, die Stacheln. War nicht worth, die Bombe. Sah cool aus. Hat nichts gebracht. Mit Granate habe ich schon versucht. Aber Moment, du meinst mit der neuen Granate? Da stand irgendwas von wegen Feuer, ne? Vielleicht geht das mit der neuen Granate. Es ist ein sehr, 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 sehr robustes Spinnennetz. Wahrscheinlich muss ich den Spinnenboss in diesem Gebiet besiegen, dann kriege ich irgendwie was Cooles. Ist das irgendwie eine Wand, die ich kaputt machen kann? Die sieht irgendwie auch so brüchig aus. Nee. Ja, hier lang. Aber hatte ich nicht eigentlich ganz am Anfang, als ich in das Gebiet reingekommen bin, ein Smaragdnit aufgesammelt? Junge. Meine Aufgabe ist ja gerade eins zu finden, aber habe ich nicht eins ganz am Anfang aufgesammelt? Hatte ich nicht ganz am Anfang eins eingesammelt? Crosscode? Erinnert dich die Musik? Wollte ich auch mal spielen. Werde ich bestimmt irgendwann tun. Bleib doch stehen! Da ist der Ricky endlich. Ich habe schon die ganze Zeit auf dich gewartet. Da oben. Spätschicht. Achso. Dann bist du ja dann wahrscheinlich auch super fit und musst nicht super früh ins Bett gehen für die State of Play. Den Smaragd hattest du aufgesammelt, aber dann direkt in die Steinwand eingesetzt. Ach so, das war, wurde automatisch gemacht. Ah, okay. Ah. Das habe ich nicht gecheckt. Schieß. So. Oh mein Gott, er hat mich Ich habe das ganze Level geskippt. Kann ich das auch nicht benutzen? Nee. Wie ist das Spiel bisher? Guck es dir an. Wie geil sieht es aus? Ich weiß nicht wieso. Moritz meinte auch, ich muss Crowd Control schließen, aber ich habe Crowd Control geschlossen. Ich habe die App nicht auf. Ich hatte sogar auch auf Dingens geguckt. Auf im Task Manager. War aus. Ich weiß nicht, ob das auf Twitch nochmal extra ausmachen muss. Erweiterungen. Meine Erweiterungen. Deinstallieren. Ich kann deinstallieren. Okay. Deaktivieren. Okay, ich hab's deaktiviert. So. Jetzt ist es bestimmt weg. Sie arbeiten auch gerade an einem neuen Game-Projekt.
Terry, glaube ich. Und das sieht so fucking geil aus vom Style her. Wer, von wem redest du? Ach, wegen die Leute von Crosscode. Ich weiß nicht, was ich ohne Block machen würde, ne? Die anderen Charaktere haben ja keinen... Okay, aber die müssen ja irgendwas auf dem Knopf haben. Anstelle des Blocks, ne? Die werden ja wohl kein Schild haben, denke ich. Ich weiß nicht, was ich ohne das Schild machen würde, ey. Das Schild ist schon echt geil. Beim Refreshen ist es weg, okay. Vielleicht haben die einen Spammable Dodge. Aber was haben die dann auf Kreis? Wenn die einen Spammable Dodge haben. Weil auf Kreis habe ich ja die Dodge Roll. Was haben die denn dann da? Das wäre dumm, wenn sie eine Dodge Roll und einen Dash hätten. Diese Ratte? Shiva, hör auf! Danke! So, wer hat mich hier nochmal runtergekickt? Die Blume? Boah, dieses Spiel ist so schön. Oh mein Gott. Meine Augen erleben gerade einfach pure Liebe. Ich glaube, ich komme da nicht rüber. Da ich morgen arbeiten muss, lese ich mir morgen einfach die Zusammenfassung des State of Play durch. Ich habe nicht das Gefühl, ich verpasse was bahnbrechend. Ja, das sowieso nicht. Egal was da kommt. Es ist jetzt nichts, wofür man jetzt super lange aufbleiben muss, wenn man irgendwie morgen früh aufstehen muss. Es ist jedenfalls nichts, was du nicht auch morgen dir einfach anschauen kannst. Doch. Dodge Roll? Ah! Schade. Als ob man da nicht so rüberkommt. Ach komm! Was muss man denn mit dem Game machen? Ich suche momentan einen Schlüssel. Vielleicht nur springen? Jo, guten Ricky. Die Entwickler von Crosscode waren in deiner Vorlesung? Jo, wie schön das ist! Meint ihr, das macht Damage oder es boostet mich hoch? Es boostet mich hoch, okay. Da kam was aus dem Boden. Jo, da hinten ist irgendwie ein krasser Gegner. Nein. Schade. Ich benutze die Walkürenfeder. Ist das irgendwie ein Zwischenboss? Nein. Nein! Ich glaube, das ist irgendwie ein Boss oder so. Okay, wenn ich oben stehe, kann er mich, glaube ich, mit den Ranken nicht treffen. Ich sollte oben stehen und ein paar Bomben runterwerfen. Wie kann ein Spiel so schön aussehen? Ja, ich check's auch nicht. Oh, Checkpoint.
Valkyrenfeder umsonst verbraucht. Ja, ich habe keine Bomben mehr. Er ist tot. Die Universität des Saarlandes ist halt sehr bekannt für Informatik und ich studiere Medieninformatik. Warum dann nicht ehemalige Studenten aus der gleichen Uni zu nehmen, um hier über Medium zu reden? Das ist ja cool. Hast du Autogramm geholt? Blockwoche momentan in der Uni. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, wenn die Luft hinten zu ist, dann kommt hier wahrscheinlich mehr Luft raus. Warte. Bevor ich das mache, teste ich das mal kurz hier. Ja, okay. Heute vielleicht Resi 8 DLC News. Hat nicht Capcom mittlerweile ihre eigenen Shows immer? Aber ja, wäre cool. Hätte ich Bock. Du bist ja auch auf derselben Uni, Yami? Und studierst genau dasselbe? Er wurde irgendwie gebufft. Okay. Da ist ein Stein. Okay. Kann ich den Stein benutzen? Yep. Ja, welches Loch machen wir zu? Also hier war ich ja schon. Das bringt mir nichts. Das kann ich ruhig zumachen. Ich brauche noch einen Stein. Für die Mitte dann wahrscheinlich. Damit ich in der Mitte höher komme. Als ob der mich trifft. So, Steinchen, wo bist du? Ich hab nicht genug. Da liegt ja ein Magier oder so. Bisher habe ich nur Soldaten gesehen, als Speer gesehen. Also meine Klasse. Und da liegt ein Magier. Der kam weiter. Okay, komplett weggeboostet. Kannst du bitte aufhören zu schießen? Ah, ich bin voll reingeflogen. Schläft einfach. Oh mein Gott, ich krieg's nicht hin. Schläft. Ah, Rücken juckt. Hey, Poppy, was geht ab? Nein. So, hier kommt aber bestimmt jetzt irgendwo ein Stein. Oh, ist wieder alles so pink. Ich hoffe nicht, da kommt gleich wieder der Supergegner. Okay, nein. Da ist ein Stein. Hier. Oh, oh. Secret. Ich krieg die Parries einfach nicht hin, ne? Das Timing dafür ist halt insane. Ich hab nochmal denselben bekommen. Okay, vielleicht ist er doch nicht so selten. Vielleicht ist er doch nicht so selten.
Ich bin hooked. Maybe kaufe ich mir das in der Zukunft. Tu es. Gönn es den Leuten. Ist geil. Ist geil. Was ist eigentlich für ein geiles erstes Gebiet? Zuerst cute Spinnen über Goblins und jetzt die fucking Korallen-Map, ja. Ist schon sehr cool. Ich dachte eigentlich, die, als ich dann gelesen habe, Höhlenspinne, Spinne der Höhlen, hier, Spinnenhort, dachte ich mir, okay, ist weird. Erstes Gebiet. Direkt irgendwie sowas Düsteres, Dunkles, so, keine Ahnung. Aber ja, es ist echt nice. Das ist ein sehr cooles Gebiet. Sehr abwechslungsreich, sehr bunt. Sehr, sehr hübsch. Und nice Mucke, ja. Jetzt habe ich es überlesen, warte. Schau eine weitere Nachricht drüber. Ich verstehe es nicht, Yami. Bist du jetzt auf der Uni oder nicht? Und hallo, Schokoladendonut. Okay, nice. Moment, ich muss noch höher. Ich hatte heute fast Wutanfall. Wir schließen um 21 Uhr und um 22.30 Uhr kam jemand, der ein Eisbällchen wollte. Und das Weiß war schon in den Tiefkühlschränken. Ich durfte dann eine Schatzsuche machen, die eine Sorte Eis bei 50 Containern zu finden. Das ist dein Job! Mach deinen Job! Das ist auch immer so eine Sache, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie bestelle, irgendwo so, am besten so spät in der Nacht oder, was bestellen will, so gegen, keine Ahnung, 0 Uhr, 1 Uhr oder so, und da steht so, schließen in 10 Minuten, und ich halt super schnell bestelle, noch innerhalb dieser 10 Minuten, dann denke ich mir auch immer so, boah, die müssen mich ja jetzt übelst hassen. Die müssen mich ja übelst hassen. Hallöchen. Falls du das hier liest, ist dir vermutlich die Munition für all deine Bomben ausgegangen. Und du drehst schon seit einiger Zeit jeden Stein um. Das ist nun vorbei. Ich habe mehrere Verteiler aktiviert, damit du meine Waren jederzeit und überall erhalten kannst. Natürlich nicht umsonst. Ich muss schließlich eine Familie ernähren. Und günstig wird es auch nicht. Du hast ja keine Ahnung, wie riskant es ist, zurückzugehen. Und ein Trinkgeld. Okay. Das ist also ein Shop jetzt hier. Ja, hier kann ich Munitionssplitter kaufen. Kraftfiole. Alle deine Angriffe sind kurzzeitig kritisch. Oha. Bosskiller. Boah, ich brauch Bomben. 10? Damit habe ich 2 Bomben auf jeden Fall. Hey, Icarus. Ach, er war sogar noch unhöflich. Warum machst du das? Naja, ich mache das ja nicht, um die zu ärgern. Ich denke mir ja nicht, oh, ich suche mir jetzt extra einen Laden raus, der in 10 Minuten zumacht. Und da rufe ich jetzt an und bestell was zu essen. Sondern es ist halt die letzte Alternative dann. Wenn ich dann was essen will, nichts zu Hause habe und bestelle. Und das ist der letzte Laden, der hier noch, wo ich noch bestellen kann. Dann ist das halt so, ne? Ich würde dann einfach hungrig schlafen gehen. Ja, du. Aber ich muss was essen.
ich muss was essen. Für mich ist es dann nicht eine Uhrzeit, wo ich normalerweise schlafe, sondern für mich ist es jetzt gerade Streamende. Und das ist die einzige richtige Speise, die ich am Tag habe. Und die brauche ich, die ist wichtig. Oh! Oh! Was? So, ich glaube nicht, dass wir uns reich in die Tiefen dieses Berges erweitern können. So viel Hitze kann unmöglich gut für unsere geliebten Spinnen sein, aber unsere Expedition ist auf ein anscheinend seltenes Artefakt gestoßen. Noch kennen wir seinen Wert nicht, aber es ist bereits jetzt das höchst geschätzte Stück in unserer Schatzsammlung. Ich denke mal, Restaurants mit Lieferservice planen solche Sachen ein und enden die Bestellungen so 30 Minuten vorher eigentlich mit Schluss. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass die normalerweise vor Ort, wenn du vor Ort hingehst, haben die noch eine Stunde länger eigentlich offen. Aber die Bestellungen machen die halt eine Stunde schon vorher quasi zu. Das kann ich mir gut vorstellen, so. Okay, das ist sehr weit oben. Und der wird mich wahrscheinlich auf den ganzen Weg nach oben komplett abfacken, oder? Mit seinen Wurzeln. Ich schaue mich mal nochmal kurz hier um. Okay, kann sein, dass ich erst eine Lampe brauche. Oder dass ich jetzt vielleicht erst Licht dort anmachen, also, oder sogar Licht dort anmachen kann. Ich finde, das sollen dann auch die Restaurants so machen, weil man kann echt nicht immer damit rechnen, ob der Lieferant jetzt länger machen muss wegen dir. Ja, es ist halt immer so, keine Ahnung. Ich meine, wenn die sagen, die liefern bis zu dieser Uhrzeit, dann keine Ahnung. Wieso soll ich dann nicht bestellen? Ich meine, klar, die dann auf der Arbeit haben natürlich keinen Bock drauf, aber oh, I don't know. Ich hab Hunger. Also ich hab jetzt Hunger. Und ich mach noch so lange heute. Jetzt hab ich über Bestellen nachgedacht, jetzt hab ich Hunger. Ich weiß, ich hatte mal bei einer Pizzeria, hatte ich mal auch recht spät bestellt. Und da hat er angerufen und gesagt, yo, sorry, der Ofen ist schon aus. Und das war jetzt nicht irgendwie sowas, dass das wie gerade beschrieben mit den 10 Minuten oder so. Dass da nur noch 10 Minuten sind und dich dann unter Panik schnell bestellen musst. Sondern halt schon irgendwie fast eine Stunde oder sowas noch offen. Und dann bestelle ich da und... Ja, sorry, Ofen ist schon aus. Kannst du einen anders bestellen. Okay. Bei dir in der Eisdiele Leute, die kommen durch die Hintertür einfach so rein? Es gibt halt Leute, die so dreist sind, die klingeln und klopfen an die Scheibe, weil die Türen schon abgesperrt sind. Naja, was heißt dreist? Ich meine, wenn du gerade an einem Laden vorbeigehst und siehst, da ist noch Licht an, kannst du ja mal anklopfen und nett fragen. Kann ich noch was haben? Yo, Kappa, Dankeschön für 14 Monate.
Ja, aber durch die Hintertür ist schon wild. Ich kann sogar die großen Dinger schieben. War bestimmt eine Lüge, damit er früher gehen kann, ja. Okay. Hatte ich den hier schon gelootet? Nein. Ja, da oben ist halt noch irgendwas. Kann ich die Plattform benutzen, die ich gerade hochgefahren habe dafür? Jo. Also, du kommst jetzt, um dich zu verabschieden schicken, oder? Oder was? Wenn du dich zum Verabschieden kommst, ja, dann ciao. Ja, hier kann ich noch lang. Okay. So, hier ist der Boss, ne? Der war ja mega easy. Wieso hatte ich so viele Probleme beim ersten Mal gegen den gehabt? Wieso hatte ich so viele Probleme? Ich habe gerade einen Fehler begangen, der mir sehr oft beim Streamen passiert. Und zwar, ich löse ein Rätsel, dann fährt die Kamera irgendwo hin, wo mir gezeigt wird, hey, hier hat sich was geöffnet wegen der Lösung des Rätsels. Und währenddessen gucke ich in den Chat. Das passiert mir sehr oft. Ich habe keine Ahnung, was sich geöffnet hat. Da oben leuchtet was. Das habe ich vorher, glaube ich, nicht gesehen. Das passiert mir so oft, ja. Mir auch. Ja, da oben, glaube ich. Hey, Salia, was geht ab? Ich glaube, wir haben einen schönen Abend, oder? Chat, wir haben einen schönen Abend, oder? Und Dankeschön für 15 Monate. Auch bei dir ist alles cool. Dämonenmodus? Du hast Feuerkugel erhalten. Ist diese Kugel aktiv, kannst du Feuerangriffe ausführen. Außerdem kannst du manche Elemente verbrennen oder in Brand stecken. Aha! So kann ich das Spinnennetz wegfackeln. Und dann wird wahrscheinlich der Magier einen Feuerspell bekommen und der Bogenschütze würde wahrscheinlich Feuerpfeile bekommen, ne? Mit der Feuerkugel kannst du deinen Angriffen das Element Feuer hinzufügen. Du kannst damit bestimmte Gegenstände verbrennen oder erleuchten. Manche Gegner sind gegenüber diesem Element besonders schwach oder stark. Rechten Stick reindrücken. Okay. Achso, nee. Okay. Oh, okay, das verbraucht keinen Mana oder so. Ich kann das einfach spammen. Okay, nice. Boah, das ist ja mega cool. So, ja, ich würde kurz speichern gehen und dann gehen wir nach unten in die Höhle, in die dunkle Höhle. Es sind immer diese kleinen Momente, wo man kurz in den Chat gucken kann, aber eigentlich sollte man aufpassen, ja. Bei mir ist cool. Ich warte nur darauf, dass Vivi mit dem Raid fertig wird, damit wir die Sony PK gucken kann. Ah. So, das war hier, ne? Aha, jetzt kann ich hier Fackeln anzünden. Das Spiel ist so schön, Mann.
Okay, das macht geilen Damage. Spinne schwach gegen Feuer. Pokémon-Logik, oder? Insekten sind schwach gegen Feuer. Falle. Sammle 4 davon, um deine maximale Gesundheit. Okay. Das ist ein Herzteil, Chat. Grünes Herzteil. Halt mich auch direkt voll. Nice. By the way, neuer Song, ne? Nein, nicht in die Stacheln. Nein, geh bitte. Nein, nein, bitte. Emisel, dankeschön für 23 Monate und hi. Das sind in der Musik sind so übelst tiefe Bässe irgendwie. Das klingt wie ganz nice. Wieso mache ich das? Da ist irgendwas im Hintergrund, eine Motte oder so. Okay, sie ist wach. Jo, was macht die denn? Was macht die denn? Uhr kommt die State of Play. War das der Boss? Foreshadowing? Hat den Invisibility wieder angemacht. Okay. Game sieht bisher echt nice aus. Werde ich mir mal die Tage gönnen. Freut mich. Schon wieder du. Was ein wirdes Viech. Das ist meine Blockleiste ja da oben. Wenn ich blocke, dann geht sie runter. Und wenn die Ausdauer, wenn ein Angriff kommt, der die Ausdauer komplett runterhaut, dann wird mein Block gebrochen und ich bin kurz verwundbar. Ich bin gleich tot. Habe ich noch einen Drink? Ja, zwei sogar habe ich noch. So spät und ich sollte morgen deutlich früher auf der Arbeit sein. Aber State of Play. Da wird heute Final Fantasy 16 gezeigt. Siemitschki, ja, klar. Ist nice. Sonnenblumenkerne sind geil. Vor allem geil, wenn Ragnarit. Schmieden von Waffen, okay. Vor allem sind die geil, wenn. Das hat meine Mama immer früher gemacht. Die dann in der Pfanne noch gebraten vorher. Das war geil, wenn die noch schön warm waren. Das ist halt gebraten. Halt. Ja. Angewärmt, angeröstet. Wie auch immer. Es soll wohl Resident Evil 4 Remake gezeigt werden. Also wenigstens etwas Cooles. Wer sagt das? Also ich glaube, wenn Resident Evil was kommt, dann doch wahrscheinlich eher erstmal Resident Evil 8 DLC, oder? Die müssen doch erstmal mit Resi 8 durch sein, bevor die was Neues announcen, oder? Sonst verliert ja dann Resident Evil 8 dann die Aufmerksamkeit, quasi.
Aber ja, ich würde es geil finden. Ich bin für alles offen. Ich erwarte gar nichts. Ich erwarte gar nichts und werde trotzdem enttäuscht. Yo, Jackie. Hi. Und bis später. Und hi, Paul. Was geht ab? Was ist mit Reverse? Fucking Reverse, ey. Ich weiß nicht, wo ich hinspringe, by the way. Okay. Ich glaube, ich konnte da noch links irgendwo lang. Ja, da links ist noch was. Da hätte ich noch lang gehen können. Ich glaube, das wäre smarter gewesen, da zuerst hinzugehen. Ich glaube, in der Richtung kommen wir zum Boss. Oder vielleicht ist da hinten der Boss. Ach komm, ich gehe jetzt weiter erstmal hier. Wenn ich den Speicherpunkt gefunden habe, kann ich ja immer noch zurück. Level up! Jetzt kann ich neue Fähigkeiten lernen. Drei Level musste ich drauf warten. Oh, sogar neue. Was komplett Neues. Schildschlag, okay. Ja, ich wollte ja vielleicht das hier holen, damit ich besser blocken kann, aber ich komme mit dem Parry nicht so gut klar. Deshalb würde ich doch lieber das andere nehmen. Den Sprintangriff. Das ist er? Das war's? Dieser Spin? Okay. Und spektakulär. Ein Monster-Lochbuch. Logbook. Kann sein, ja. Hier war noch irgendwas. Bistarium, ja. Wieso? Was wolltest du sehen? Also eigentlich will ich kein Resident Evil 4 Remake, aber ich denke, das ist unausstehlich. Unausweichlich. Unausstehlich dann wahrscheinlich für dich auch. Also ich will eins. Ja, es ist wirklich eine Motte. Motenna. Braunzimmer überleben nur begrenzt Licht. Volles Tageslicht würde sie töten. Sie leben an Orten mit gemäßigten Temperaturen und ernähren sich von Opfern, die sich ahnungslos nähern. Aufgrund ihres schlechten Sehvermögens verharren sie bei Dunkelheit absolut regungslos und unbemerkt. Okay. Hannah Montana. Fucking Hannah Montana. Montana Black. Junge. Ich glaube, da unten gab es nur Stacheln, ne? Oder? Ach, ganz knapp neben den Stacheln gelandet. Oh lol, wer ist das denn? Danke, dass du mich gerettet hast. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Keine Ahnung, wie ihr so lange überlebt habt. Wir sollten schleunigst aus dieser Höhle verschwinden. Hab ich jetzt einen Buddy? Wie mich einfach alles trifft. Kann ich jetzt ein zweites Gamepad anschließen und dann mit meinem besten Freund zusammenspielen? Boah, ich komme später. Ja, aber hier ist ein Speicherpunkt. Nice. Ja, ich gehe nach oben. Wer hat die Spinne eingesperrt? Ja, hier sind so Goblins unterwegs. Goblins, Kobolde, was auch immer. Die auch ihre Totems überall aufgestellt haben. Die, denke ich mal, haben auch hier alles eingesperrt.
wie viele Löcher hier sind. Oh mein Gott. Das wäre der letzte, oder? Ja. Die sollte man eigentlich einsperren. Ah, Spinnennetz. Ich krieg den Parry einfach nicht hin. Das ist unglaublich, wie schlecht ich einfach bin. Ich brauche einen Schlüssel. Wenn sie beim Resident Evil 4 Remake die Ganados korrekt Spanisch sprechen lassen, kann ich in Frieden ruhen. Waren sie im Original nicht richtig? Ganados. Okay, was ist hier so grün? Wieso ist das hier so gruselig? Oh, da ist die große Spinne. Oh, da ist die große Spinne. Ah. Ah. Okay, die hat einfach im Nahkampf ihren Shit gespammt. Aber hier ist das Ding, das ich gesucht habe, Leute. Ich habe den Schlüssel gesucht. Das ist doch kein Schlüssel, das ist doch kein Smaragd oder sowas, oder? Das ist doch bestimmt ein Ei. Das ist bestimmt ein Ei. Ich habe gerade der Mamaspinne ihr Baby geklaut. War das ein Boss? Ich hoffe nicht. Ich heile ihn damit. Sehr gut. Das war doch nicht der Boss, oder? Du tötest ihre Kinder. Natürlich ist sie sauer. Soll sich mal nicht so anstellen. Okay, ich mache gar keinen Damage. Okay, wenn er nicht leuchtet. Nicht brennt. Weißt du was? Lass mich in Ruhe. Das ist der Boss, ja. Oh mein Gott. Oh mein... Wo gehe ich hier gerade lang, Mann? Okay, ich kann die Kiste nicht in die Richtung schieben. Ich kann die Kiste nicht in die Richtung schieben. Ah. Wo bist du denn? Okay. Die Kiste ist offen. Man kann nicht durchdodgen. Einfach Sans Fortress hier. Hier kommen die rausgefallen. Wo bin ich hier gelandet? Ey, wie weit ich mittlerweile gekommen bin.
Okay, hier ist zu. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Von allen Seiten kommen sie. Sie hat sich einfach hier versteckt, beim Schatz. Okay, man kann maximal 3 Tränke haben. Okay. Oh, nicht die schon wieder. Knopf. Okay, ist das ein Shortcut? Oh, wir haben gleich schon 11:30? Fuck. Noch eins. Okay, da ist der Boss. Ich hab ihn gefunden. Zeit, was zu bestellen. Nee. Aber ich hab mega Hunger, Mann. Es ist ein Shop. Es ist ein Shop. Es ist hier eine Heilung. Es kommt der Boss. Es kommt der Boss, oder? Und es wird keine Spinne sein. Sehr lange Ladezeit. Es ist ein Boss. Musik wes. Es ist ein neues Gebiet. Wie kann ich hier... Feuertempel, ja, ist ein neues Gebiet. Keggy kennt keine Videospiele. Exposed. Denkt ihr, wir kriegen etwas zu My Final Fantasy Fanfiction Exe? Hater. Einfach nur ein Hater. Das bist du. Ich denke, wir kriegen heute gar nichts außer Horizon VR. Will ich mir eine PlayStation VR holen? Ist schon scheiße, oder? Ich meine, wenn ich sie wenigstens am PC benutzen könnte, vernünftig, aber kann man wahrscheinlich gar nicht, ne? Ne, nicht die alte, die neue. Es wird ja eine neue kommen. Will ich sie mir holen? Hol dir eine gute für den PC. Ja, aber dann kann ich halt nicht die Exclusives spielen. Die Spinne hat am maximal Bock. Ich habe einen ersten Schlüssel bekommen. Oha. Ich habe mittlerweile 2 Türen gefunden. Okay, es geht nicht auf. Ich muss von beiden Seiten aufmachen? Okay. Nee. Hä? Auf der anderen Seite ist eine Sack. Okay, nee, da ist keine Sackgasse. Da könnte ein Gang noch kommen. Okay. Ich habe einen Schlüssel und da oben war eine Tür und halt irgendwo noch weiter hinten war noch eine Tür. Und wozu brauchst du die? Für die Exclusives. Wieso ist hier noch so ein rotes Symbol? Was ist dazu? Ich sollte kurz heilen gehen.
So, okay. Ich hoffe wirklich nicht, dass das jetzt ein Boss war. Also die Spinne, weil der, das war ja echt unspektakulär. Der war ja genauso stark wie quasi diese roten Dinger. Ich denke mal nicht, dass das ein Boss war, oder? Ich red's mir einfach ein. Das war kein Boss. Du kannst doch von Save Points teleportieren, oder? Ja. Was wollte ich? Ja, ich wollte hier noch alles durchschauen und dann halt da oben den Schlüssel. Den Dungeon-Schlüssel benutzen. Ach, den Weg wieder zurück. Ich meine, kommt darauf an, wie teuer die PlayStation VR 2 wird. Wenn jetzt irgendwie genauso teuer ist wie eine PS5, dann bin ich raus. Definitiv. Es gibt ja hier keinen Punkt zum Schnellreisen. Zum Schnellreisen hier in der Nähe. Hä? Hier ist ein Punkt. Oh. Ich hatte das S nicht gesehen auf der Map. Ich habe gerade extra geschaut, ob ich mich irgendwo hin teleportieren kann. Und ich habe es nicht gesehen. Was wäre ein Preis, wo du sagst, yo, bin ich dabei? ¿200? ¿250? Vielleicht. Ruhe. So, was haben wir hier so Schönes? Ein Fahrstuhl. Willst du gleich geschenkt bekommen? Wäre schon geil. Meine andere Brille habe ich auch geschenkt bekommen. Uah. Oh, die können für mich auch das Feuer anmachen. Der dreht ja da komplett ab. Sony, schenk mal. Hat ihr das eigentlich mitbekommen? Mit, dass Sony, Streamer gesucht hatte? Für ihren Stream? Ich glaube, darüber haben wir schon mal darüber geredet, oder? Hätte ich mich mal anmelden sollen, dann würde ich vielleicht so einen coolen Sony-Stuff umsonst bekommen. Worauf warten? Ja, ich kann da nicht einfach einen Clip hinschicken und sagen, yo, nimm mich. Da muss man ja dann sich richtig bewerben. Als ob ich weiß, wie man eine Bewerbung schreibt, Digga. Ja, wie? Hey, Rechnox. Schick den Biako-Clip. Mama! Mama! Und dann müsste ich ja dann auf irgendeinem anderen Stream streamen, wo ich dann so super, super korrekt sein muss. Vor irgendeiner Community, die mich nicht kennt und ich die nicht kenne. Und dann muss ich ja super korrekt sein und
an so einen Scheiß. Wie groß ist das hier? Heilen? Bist du immer korrekt, Bruder? Meinst du, die wären okay mit deiner Digga gehört nicht zu meiner Sprache. Das ist ein Joke. Hahaha. Ha, ha, ha. Ich müsste dann mir halt wirklich sowas, wenn ich da genommen werden würde, wenn ich mich da anmelden würde, dann müsste ich wahrscheinlich mir sowas wie fuck und fucking wahrscheinlich abgewöhnen, ne? Und das sage ich halt echt oft. Und dann muss ich irgendein scheiß Spiel spielen, was ich richtig scheiße finde. Und dann muss ich richtig super positiv und super happy sein, wie viel Spaß ich gerade mit diesem scheiß Spiel habe. Blitz! Ja, das werde ich dann sagen müssen. Worum geht's? Nicht Rocket Beans. Es gab mal vor ein paar Monaten von Sony eine Ansage, dass die Leute suchen für ihren Stream. Mein Feuer ist ausgegangen. Aber wieso? Ah! Ich hatte so wenig Leben? Du musst also gut vortäuschen können. Ich habe, glaube ich, sogar darauf geantwortet. Ich habe sogar auf den Tweet, glaube ich, geantwortet. Warte. Ich habe sogar auf den Tweet geantwortet. Wenn sie den Ursprungstweet noch haben. Ja. Die haben nicht geantwortet. Die haben keine DM geschickt, Chat. Haben nicht geschickt. Du kannst wirklich keine Bewerbungen schreiben. Du wirkst auf jeden Fall seriös. Ich habe mein Bestes gegeben. Ey, guck mal, 82 Likes. Hallo. Juckt die nicht. Ich hasse diese Kugeln. Wow. Wieso treffen die mich trotzdem? Wie viel Damage nimmt man wohl weniger, wenn man auf Mittel spielt? Weil eigentlich das, was ich an Damage bekomme, ist eigentlich voll gut. Also es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Ist eigentlich ganz nice. Bisher fühle ich mich so, als hätte ich den richtigen Schwierigkeitsgrad gewählt. Das ist der höchste, ja.
Wo bin ich gestorben? Das habe ich noch gemacht. Irgend so ein Bombentyp hat mich getötet. Ich spiele aber auch die tankigste Klasse, ne? Ah, hier ist eine Pfütze! Wieso ist das ausgegangen wegen der Pfütze? Uah. Der Typ da, der hat mich getötet gehabt. Oh, Kiste. Habe ich die ganze Karte jetzt fertig? Ja, ne? 4 von 4. Ja, die Karte ist fertig. Jetzt kann ich das ganze erste Gebiet sehen. Ups. Aber ja, wäre schon interessant, man, wie die anderen Klassen sich spielen. Ich hätte Bock, das nochmal zu testen. Schade, dass man die nicht hin und her switchen kann. Da stand schon was von Truhen gerade. Habe ich es übersehen? Oh, no, 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 no. No, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ich spring einfach straight. Ich bin so dumm. Wo hast du das gesehen mit den Kisten? Wo hast du das gesehen? Ich muss die Karte neu einsammeln. Es wurde nicht gespeichert. By the way, ich verstehe nicht, wieso man... Ach so, ich bin auch gar nicht am Save-Punkt, ne? Ich sollte zum Save-Punkt gehen. Das ist doch viel kürzer. Und da werde ich auch immer vollgeheilt, als wenn ich vom Checkpoint aus immer laufe, ne? Lass mal schlau spielen. Nein, das ist falsch. Oder? War das richtig? Nee. Das war... Ich bin verloren. Das war hier. Oh no. Oh no. Nicht hier wieder. Ich will nur schnell durch! Ich will nur schnell durch! So, und dann hier rechts rein, ne? Ja, genau. So, wo war meine Karte? Alles tanken, rein da, genau, face tanken, jeden Angriff. Ich kann Videospiele. By the way, was ist eigentlich mit meinem coolen Dash-Angriff? Zack, zack. Das war cool, oder? Ich hab 2 Damage mehr gemacht. Geil. So, hier war ja das irgendwo, ne? Ja. Hier ist die Kiste. Meine Augen fallen schon zu, ich muss stark bleiben. Du schaffst es. Ich glaube an dich. Was du vielleicht nicht schaffen wirst, ist die Enttäuschung danach zu überstehen.
Wieso geht das Licht hier aus? Wer macht hier mein Licht aus? Fledermaus. Ist hier gerade einfach Oddworld mit den fallenden Kugeln. Oh, wow. Hätte ich mir eigentlich denken können. Scheiße? Wieso springe ich in die Richtung? Das ist ein Beutel. Ich wollte schon sagen, das ist ein Beutel. Da liegt ein toter Magier. Da ist ein Beutel, Chat! Apes Odyssey unter anderem. So, nächster Checkpoint. Da oben ist sogar noch irgendwas. Hier ist wieder ein Shop. Wieso ist hier ein Shop? Bosskampf? Oder ich brauche hier eine Bombe? Boah, das ist ätzend. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Ich muss gleich schon aufhören eigentlich. Okay, ich gehe wieder zurück heilen. Aber ich glaube, wir hören jetzt schon hier auf. Oder? Schaffe ich noch bis zum nächsten Checkpoint? Schaffe ich das noch bis dahin komplett durchzulaufen? Nee, komm, wir hören lieber jetzt auf. Bloodwing Forming God. Ich will nur einmal die Kiste holen vom Anfang. Mit dem Spinnennetz. Okay? Hier. Ja, die eine Kiste will ich noch holen. Ja. Ja, ich will ja nicht rushen. Ich will ja mich da umschauen. Exploren. Und das sieht viel zu viel aus. Bumm. So. Was wurde hier die ganze Zeit versteckt? Ein Herzteil. Nice. So, ich gehe mal noch mal ganz nach oben raus und guck mal, ob da vielleicht mittlerweile irgendwie ein Schmied oder so gekommen ist. Oder was ich mit diesem Schlüssel, mit dem Smaragdin machen kann. Ob ich den jetzt irgendwo hier benutzen kann. Ja. Oh, jetzt check ich erst die Tür, Leute. Da fehlen noch drei Stück. Wir vertrauen darauf, dass du den Rest befreist. Bei der Tür, da kriege ich schon Gänsehaut. Da ist wahrscheinlich dann der Champion drin, den ich besiegen muss. Um bei Ragnaröks Turnier mitzumachen oder so. Was auch immer das war. Ach, jetzt sehe ich das links da. Es gibt irgendwelche sechs komischen kleinen Viecher. Einen dunklen Edelstein und 69 Kisten insgesamt. Gut. Dann speichere ich mal. Yeah, sehr, sehr sickes Game bisher. Sehr, sehr sick. Ich weiß gar nicht, ob das auf der PlayStation rausgekommen ist. Wäre schon so ein platinwürdiges Game eigentlich. Bisher. Ach, du meinst, das sind sechs Soldaten, aber wieso sind das so komische Gesichter? Das sind so... Hä, das sind doch keine Soldaten. Das sind doch keine Soldaten, guck dir das an.
Wo sieht das aus wie ein Soldat? Das sieht aus wie irgendwie ein Monster. Irgend so ein kleines süßes Monsterchen. Was in irgendeinem Star Wars Film vorkommen würde. Monsterchen. Der Soundtrack ist noch nicht auf YouTube. Ah. Ja, vielleicht eine süße Spinne oder so. Aber doch kein Ritter oder so, den ich befreien muss. Nee. 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 Hier gab es keinen Speicherpunkt. Okay. Okay. Moment. Wenn du den Spielmodus jetzt wechselst, werden einige Erfolge für dieses Spiel deaktiviert. Oh. Ich könnte die anderen Klassen holen. Aber dann verliere ich alle Achievements. Ach stimmt, das ist Difficulty, du hast recht. Das ist Difficulty. Ja, ja, das war Schwierigkeit, ja. Stimmt. Der schwierigste Schwierigkeitsmodus hieß ja Krieger. Der zweite hieß Speer und das andere, keine Ahnung. Dachte, das wäre eine Demo. Nein, das Spiel kam heute raus. Heute ist Release.